Liebe Freunde, hier ist euer Steinwahl. Wir sind in Lübeck. 1698 ist es. Wir haben einen neuen Bürgermeister, Josef Rosendahl. Genau, ein Seefahrer. Und dennoch verfolgt der Lübecker Rat weiterhin das große Ziel. Da haben wir Bedingungen formuliert, die brauche ich nicht wiederholen. Ihr kennt sie alle. Bis dahin ist wenig zu tun, aber ein bisschen was dann doch. Wir werden einmal hier unser Spionagenetzwerk einsetzen, um... Ich denke, um... Nee, das geht noch gar nicht. Kaufleute verleumden. Ach, die wurden bereits verleumdet. Da können wir nichts tun. Dann können wir eigentlich mal Beamte bestechen. Das bringt ihnen Korruption, immerhin. Also alles Negative für die Niederlande. Und eine zweite Sache will unser Bürgermeister durchsetzen. Er ist nicht ganz zufrieden mit der Bilanz, die wir haben. Plus 10, das ist natürlich ordentlich. Aber wenn wir möglicherweise einen teuren Krieg vor uns haben, dann sollte die Rücklage seiner Meinung nach noch deutlich höher sein. Zumal in der nächsten Technologiestufe hier neue Festungen baubar sind. Und die sollten wir dann auch gleich bauen und so weiter. Also ein bisschen Geld soll schon da sein. Deswegen werden wir hier einen Schwenk machen. Wir werden Konrad Kerhan entlassen. Wir können es auch anders machen. Und dafür Niklas Stets reinholen. Und das spart uns unglaublich viel Geld. Wir brauchen diese Punkte im Moment nicht. Das kann man, glaube ich, sagen. Und wir haben jetzt dadurch eine Bilanz von plus 25. Was natürlich der Hammer ist. Und da werden wir erstmal uns ein schönes Polster ansparen. So. Hier gibt es nicht so viel Spannendes. Konflikte beeinflussen Regierung, wir verlieren ein bisschen Administrationspunkte. Das ist alles nicht so weiter interessant. Okay. Livonischer Orden hat Livland den Krieg erklärt. Wo ist denn noch Livland? Ach so, diese beiden Provinzen hier sind noch Livland. Das ist schon erstaunlich, dass der Livonische Orden bis zum Ende durchhält und tatsächlich sogar fast sein ganzes Gebiet so halten kann. Ist Livland dann noch mit irgendjemand verbündet? Ne, sind sie nicht. Na gut, dann sind sie ja einfach nur ein Opfer. So, Frankreich können wir abberufen. Jetzt werden wir mal wieder mit unseren Vasallen hier sprechen und dort mal Beziehungen verbessern. Ja, das mit den... Das wird heikel knapp. Wir sind schon wieder bei 49%. Eine Sache könnten wir durchaus machen. Wir könnten, glaube ich, uns locker leisten, unsere Armee noch ein bisschen weiter auszubauen. Vielleicht eine Dragoner und eine Linieninfanterie. Das wird natürlich teuer, aber egal. Verbesserte Reputation. Dank der harten Arbeit unserer Diplomaten rund um die Uhr hat sich unsere Reputation verbessert und die Welt blickt wohlwollend auf uns. Ja, ist ja großartig. Das brauchen wir ja. Leute, 10 Jahre lang plus 1 Reputation. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ha, sehr schön. Und in 10 Jahren sieht die Welt schon anders aus. Mal schauen. Da sind wir jetzt wieder dann vorne mit der Armeetech und so weiter und so fort. Das ist nämlich auch nicht mehr so weit entfernt. Köln hat Münster zum Rivalen bestimmt. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht kommt es ja vorher nochmal zum Krieg zwischen Köln und Münster. Und wenn wir dann schon Bündnispartner sind, ja, tatsächlich. Es ist möglich. Das können wir uns mal merken. Minus 20 ist hier offenbar die Grenze. Ja, wenn wir dann schon Bündnispartner sind, dann können wir möglicherweise Gefallen vorher uns noch verdienen, die wir dann verwenden können, um sie in den Krieg zu holen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt das Bündnis. Der Plan wird umgesetzt. Jetzt sind wir ein über den Durst, das wissen wir. Und, oh, unser General ist tot, Jürgen von der Fechte. Da müssen wir was machen. Tja, und Schweden werden wir dann jetzt erstmal verlassen, würde ich sagen. Bündnis nur mit Österreich. Wir werden es auflösen. Okay, also der Schritt ist vollzogen. Und dann müssen wir... Braucht unsere Armee noch einen neuen Mann? Ja, da müssen wir den jetzt, glaube ich, ausgeben, ne? Die 50. Ja, wir brauchen einen General. Oder lassen wir erstmal, nee, wir machen erstmal die Technologie zu Ende. Dann machen wir das mit dem General. Sicher ist sicher. Wobei wir
wirklich ja jetzt ganz gut dabei sind mit 45, 44. So, der Krieg da unten ist durch. Münster bricht das Bündnis mit Trier. Das ist nicht so entscheidend. Ferrara. Venedig verzichtet auf Ansprüche hinsichtlich Cremona. Ja, ansonsten nicht viel, aber auf jeden Fall hat Ferrara diesen Krieg gewonnen gegen Venedig. So, England hat einen neuen Rivalen und das ist Spanien. So stark sind sie jetzt geworden. So stark, so groß ist ihr Kolonialreich, dass sie als kleines Fitzelland hier Spanien rivalisieren können. Und wir mit unseren 22, wie viel mehr zahlen wir dadurch? Plus 4,97, ja. Das können wir doch uns locker leisten. Sehr gut. So, und wir haben einen neuen Kaiser, Philipp I. Oh, und unser Mann in Dänemark ist entdeckt worden. Ach ne, wir haben die Dänen entdeckt, so rum ist es. Gut, dass wir die Gegenspionage haben, hervorragend. So. 13,5, das hilft ihm aber noch nicht. Oh, und hier gibt's Nassau. Die Trierer unterstützen Nassau, interessant. Gucken wir uns kurz nochmal Philipp an. Philipp I., der erwies 364. Das ist das, was wir im Moment von ihm wissen. So, und wir sind soweit. Wir können die militärische Technologie... Oh ja, das ist aber wirklich jetzt dringend nötig. Gedeckter Weg. Ein äußerer Graben wurde zum Schlüsselbereich für die Belagerung. Wenn attackierende Truppen die Kontrolle über das Glacis erlangten, waren die Bastionen verloren. Der Graben wurde zur ersten Verteidigungslinie der Festung. Der Zugang zu diesem Graben und die Sicherstellung, dass er weiterhin Schutz für Verteidiger bot, spielte beim Entwurf einer Befestigung eine wichtige Rolle. Und das ermöglicht uns die nächste Festungsstufe und die sollten wir natürlich unbedingt auch gleich bauen. Ich blicke aber kurz vorher mal hier hin. Aber das hat... Oh ja, doch, schaut mal, diesen Sprung. 5-6% hat es gemacht. Also jetzt hätten wir gar nicht unbedingt diese Reputation gebraucht. Aber jetzt sind wir erstmal wieder in sicherem Fahrwasser. So, die Festung wird natürlich gebaut. Natürlich in Lübeck selbst. In Holstein und in Rostock. Jetzt hauen wir das Geld raus. Wir verdienen es ja dann auch wieder zurück. Wow, was für ein Festungsbauprogramm. Hervorragend. So, was haben wir hier? Stettin-Bündnis mit Danzig. Das ist ja sehr schön. Kirchenstaat. Ah, volle Annexion. Und 1100 Dukaten an Ferrara. Aber vermutlich werden sie das gleich wieder entlassen müssen. Was wollte ich machen? Ich wollte hier nochmal wieder gucken. Können wir hier irgendwie noch... Ach, wir können wieder Ruf sabotieren. Ja. Wir schädigen jetzt die Niederlande am laufenden Band. Okay, die Beziehung, das warten wir nochmal ein bisschen ab. Das kann auch ein bisschen steigen. Sehr schön. So, und wir haben schon auch schon wieder 100. Das heißt, bis 400, dann ist die nächste Idee dran. So, Kirchenstaat. Der Kirchenstaat. Wo existiert er denn bitte noch? Hat er noch irgendwelche Inseln, die ich jetzt gar nicht kenne? Warte mal, können wir uns das hier noch angucken? Ich weiß gar nicht. Kirchenstaat. Wo ist denn der Kirchenstaat? Hier? Pfalz, Trier, Koblenz. Koblenz ist der Kirchenstaat jetzt. Da ist der Papst. Ha! Na sowas. Ist ja ein Ding. Okay. Hat Mainz als Rivalen bestimmt. Interessant. Können wir da irgendwas mitmachen? Nee, ne? Na gut. So, spannend wird, was Münster hier unternimmt. Sie haben allerdings noch einen Friedensvertrag bis 1706. Waffenstillstand. Deswegen werden sie vermutlich erstmal noch nicht viel unternehmen können. Was ist hier los? Livland, volle Annexion. Damit ist der Livonische Orden wieder auf fast alte Größe gewachsen. Lüttich-Bündnis mit Kirchenstaat.
Ah ja. Und die Hauptstadt verlegt. Und der Livonische Orden hat Dänemark als Rivalen bestimmt. Ja. Kann ich nachvollziehen. So, Waffenruhe endet gegen Köln 1703. Und Verteidiger des Glaubens wollen wir mit Sicherheit nicht werden. So, das ist aber jetzt interessant. Die Aufklärung. Das letzte Jahrhundert erfuhr eine zunehmende Beliebtheit von Rationalismus und Empirismus unter den größten Köpfen des Zeitalters. In Schriften, Publikationen oder Kaffeehäusern diskutieren Könige, Wissenschaftler, Philosophen und Literaten die Verdienste von Toleranz, die wissenschaftliche Methode und die Verbreitung der Ideale der Aufklärung für die gesamte Menschheit. Von Universitäten oder Höfen aufgeklärter Monarchen aus werden Expeditionen ausgesandt, um die Welt zu vermessen, zu katalogisieren, zu wiegen und zu kartieren, damit wir die Gesetze, welche die Dinge um uns herum regeln, besser verstehen. Andere diskutieren über die Gesetze, die die Gesellschaft regeln und versuchen, ein Verständnis für die Menschenrechte zu erlangen. In King Shoff wurde mit dem kolossalen Unternehmen begonnen, eine vollständige Enzyklopädie allen Wissens zusammenzustellen. Das Licht der Vernunft wurde nun entzündet und viele werden nicht ruhen, ehe es in allen Ecken der Welt gebraucht wurde. Ach, ich hatte ja gehofft, dass einmal Lübeck, und das war die letzte Chance, auch mal ein großes Zentrum hier bekommen wird, des Fortschritts, aber gut. Livonischer Ordenbündnis mit Schweden. Und jetzt gucken wir uns das natürlich nochmal an, wo hier sich das befindet. Das sind das die Orte mit Universitäten? Ich weiß gar nicht genau. Ursprung King Shoff. Aha. Ja, gut. bei aller Weltoffenheit, das finde ich irgendwie ist unausgegoren, meines Erachtens. Das ist irgendwie blöd. Wir haben das hier schon mal erlebt. Hier, schaut mal. Die Manufakturen, diese Sache ist irgendwo, keine Ahnung, in Ningu, das kennen wir noch nicht mal, entstanden. Das jetzt hier in Asien, ich weiß nicht. Das funktioniert meines Erachtens nicht so richtig. Also welche Bedingungen sind denn jetzt so gravierend anders, dass die Aufklärung nicht in Europa begann? Das ist schon was wesentlich Europäisches, muss man einfach mal so sagen. Zumindest die Aufklärung, wie wir sie definieren. Naja, wie auch immer, das kann also eine Zeit dauern, ehe das bei uns angekommen ist. Gut, mehr gibt es da nicht zu sagen. Die Vertreibung der Händler. Unsere Händler sind zu erfolgreich und der Eigentümer eines lokalen Handelspostens. Ja, wie reagieren wir? Ich würde mal sagen, sie bleiben. Oder geht es um Preußens Meinung von uns? Da sollten wir vielleicht mal wieder was tun. Ja, das ist, glaube ich, ganz angedacht. Ich glaube, wir können ihn dann aus Mecklenburg mal abziehen und nach Preußen schicken. So, administrative Macht ist dennoch auch gleich wahrscheinlich so weit, dass wir technologisch weitermachen können. Und Siegfried Amsink ist tot. Unser Admiral. Richtig. Und wir wollten ja auch einen General haben. Darauf hatten wir ja noch gewartet. Dann machen wir jetzt beides. Also erstmal rekrutieren wir unseren Admiral, einen neuen. Mal gucken, wer da kommt. Siegfried Abendroth. Ja, immerhin 2-2, das kann schlimmer kommen. Und jetzt unser General, den wir haben wollen. Otto Kind. Ja, der ist doch mal richtig talentiert. Das ist doch mal was Schönes. Hervorragend. Der ist sogar ein Zwei-Sterne. Ich glaube, das ist unser erster Zwei-Sterne-General. Ja, der kommt ja genau zum richtigen Moment. Ich hoffe, er lebt so 20, 30 Jahre. Weil in dem Zeitraum, da wird dann der große Krieg beginnen. Ja. Könnte das realistisch sein? Ich weiß gar nicht genau. Wir können es ja hochrechnen. Hängt mit der Zahl hier der Machtpunkte zusammen, die wir noch brauchen. Wir brauchen etwa 1000. Im Jahr kriegen wir so 120. Oh, das geht doch deutlich schneller, glaube ich. Vielleicht so in 10 Jahren. So, jetzt sind es Bauern in Lüneburg, die sich erheben.
Ich hoffe, die klären das da selbst, oder? Nee, jetzt mal echt. Müssen wir uns darum kümmern? Na, dann müssen wir uns darum kümmern. Dann machen wir mal ein bisschen langsamer. Ziehen mal unseren Armeeunterhalt hoch und marschieren dann gleich mal zu den Bauern. Warum geht das... Hä? Was ist hier los? Warum geht unsere Moral nicht? Da oben hatte ich irgendwas nicht richtig gemacht. Hä? Oder war... Ist der Monat noch gar nicht verstrichen? Doch. Ja, der Monat war noch gar nicht verstrichen. So, Geheimnis in unserem Bündnis. Was ist hier los? Botschafter und diplomatische Gesandte sind häufig Doppelagenten oder zumindest Informanten, die über ihre Pflichten hinausgehen, um Informationen in dem Land zu sammeln, in dem sie ehrliche Verhandlungen führen sollten. Deshalb ist es wenig überraschend, dass ein Botschafter hier in Lübeck der Spionage bezichtigt wird. Die Herausforderung liegt nur darin, diese Entdeckung taktvoll zu handhaben, da nur ein gründliches Kreuzverhör die Schuld beweisen könnte. Tja, wie tickt er? Wir wissen nicht. Wir haben seine Eigenschaft, zeigt uns da, gibt uns keinen Anlass. Also werden wir es zufällig entscheiden. Anderer Würfel. Und er entscheidet sich, unser Bürgermeister, für den Austausch. Wir verlieren dadurch nur diplomatische Macht. Es ging um Preußen. Ja, okay. Ein ganz wichtiger diplomatischer Kontakt, muss man mal dazu sagen. So, und jetzt? Wir können hier nochmal weitermachen mit der Technologie. Zahlhaus wäre das nächste. Wir machen das. Anleihen und Tontinen. Die Kosten für die Instandhaltung der Armee, der Marine und für die Verwaltung selbst machen den Großteil der Ausgaben eines Staates aus. Während diese Ausgaben schnell aus dem Ufer laufen können, können Steuern und Abgaben frustrierende und unflexible Methoden sein, das benötigte Kapital zu beschaffen. Da die Staatsschulden lange keine Seltenheit mehr sind, müssen wir mit besseren Plänen zur Kapitalbeschaffung aufwarten. Anleihen, Tontinen und ähnliche Pläne können sowohl im Inland als auch im Ausland genutzt werden, um unvorhersehbare Ausgaben zu finanzieren. Hierdurch können wir das Geld, das wir zur Entwicklung unseres Landes haben, besser verwenden. Ja, mehr Staaten, das interessiert uns nicht und Zahlhaus ist ermöglicht. Aber wir können es, glaube ich, gar nicht bauen, weil wir das Grundgebäude gar nicht besitzen. So, in Preußen haben wir alles erledigt. Jetzt schicken wir mal jemanden nach Sachsen-Lauenburg. Auch da waren wir lange nicht. Beziehung verbessern und... Ja... Warten wir noch. Oh, jetzt kommen sie... Jetzt kommt zur Schlacht. Na komm, dann greifen wir mit ein. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Okay. Das war's mit den Rebellen. Und unser General hat gleich eine Fertigkeit erlangt. Er ist Belagerungsexperte. Das ist doch super. Damit hat sich der Einsatz doch gewisserweise schon gelohnt. Irgendwie. So. Dann zieh das mal wieder runter. Und die erobern Lüneburg zurück. Sehr schön. Wir haben da einen neuen Dogen. Und... Hier warten wir mal ein bisschen ab. Wir sind auf dem Spionagenetzwerk. Was können wir da als nächstes machen? Ah, wir können wieder Kaufleute verleumden. Sehr gut. Okay. Die Osmanen haben die Schweden gezwungen, ihre Allianz mit Österreich aufzulösen. Jetzt geht das wieder los. Ging nicht auf diese Art und Weise der letzte Krieg auch los? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Ich bin gespannt. Ob das Spielchen gleich von vorne... Eigentlich kein schlechter Moment, wenn das so funktionieren würde, weil dann die Niederlande wieder beschäftigt wären. Vielleicht ein bisschen zu früh für uns, denn wir haben ja noch andere Pläne, andere Bedingungen. Schlesien hat Polen den Krieg erklärt. Das ist ja mutig. Na gut, Polen ist jetzt auch nicht mehr so stark. Aber gibt es nicht noch das Bündnis Polen-Litauen? Also ihr seht es, die Kriege beginnen wieder. Tatsächlich, Polen-Litauen, Ungarn und Brandenburg jetzt diesmal mit dem Krieg. Das ist natürlich interessant. Das ist sehr interessant. Ja, und wir haben es hier. Die Osmanen haben wieder Österreich den Krieg erklärt. Also die Phase der Kriege beginnt wieder.
nach der Phase des Waffenstillstands. Okay, Leute, mit dieser Erkenntnis beenden wir dann erstmal diese Folge. Wir sind jetzt noch 750 Punkte entfernt vom Moment, wo wir hier loslegen wollen. Möglicherweise ergibt sich aber jetzt andere Option, wenn in diesen Kriegen es wieder hoch hergeht, kann es sein, dass wir da noch die eine oder andere Gelegenheit nutzen werden. Das müssen wir abwarten. Also, dann erstmal Schluss für diese Folge. Wir sehen uns und hören uns wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.